8, 9, 8. Jo, wie hol ich da raus? Jetzt können wir ein bisschen durchatmen. Was soll das werden? Leute? Das Ding. Fährt nach oben. Hä? Was ist denn los? Unmöglich. Siehst du doch, sie wären schon lange untergegangen. Es ist ein... Mensch! Es ist die fucking Freiheitsstatue? Nein, im Ernst. Hä, wie das Telefon? Oder ein Tata? Ich bin Tata, eine KI vom Professor erschaffen. In 12.000 Jahren seit meiner Erschaffung habe ich Daten gesammelt. Ja, wandelnde Meeresfrüchte, Wachstum gedeiht, breitet euch aus. Eure Zivilisation reicht fast an die Menschheit daran, aber eben nur fast. Eure nutzlose Revierkämpfe laufen gegen jede Vernunft einfach weiter und weiter. Dieser Egoismus ist nur für sich zu laufen. Die Testobjekte, es sollte die Saat einer neuen, perfekten Welt sein. Aber wir warten nur eine einzige große Enttäuschung. Los, Kamabo, Koloss. Alles muss eins werden, um die Welt der Menschen zurückzufordern. Wow. Wow, 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 wow. Das sind Riesenmixer. Viele von denen. Was ist denn das? Sekunde, lass mich kurz. Diese Statue strahlt eine gigantische Menge Energie ab. Mach schon, was ist da los? Sie scheint genug Energie zu haben, um die ganze Welt in Paste zu verwandeln. Können wir sie irgendwie aufhalten? Mal sehen. Der Kamabu-Koloss sammelt Sonnenlicht und gewinnt daraus seine Energie. Wenn wir ihn also mit Tinte bedecken, kann er keine Energie mehr sammeln. Was? Wir müssen also diesen riesigen Brocken einfärben? Nicht im Ernst. Das legen meine Marina-Bomben. Da explodieren sie noch nicht automatisch. Nummer 8. Du musst ran in die Statue, die Bomben beschießen und sie so sprengen. Okay. Und was kann ich hier machen? Wenn der Kamabu-Koloss geschwächt ist, gibst du ihm per Perlakanone den Rest. Was? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob das kann. Ich schätze, wir haben 3 Minuten, bevor die ganze Welt zur Paste wird. Nutz diese Zeit, um deine Stimme einsatzbereit zu machen, Perla. Okay. Meine Stimmbänder sind ein kleiner Preis für die Rettung der Welt. Und was mit mir? Warum stimmen sie uns nicht auf die Mission ein? Ist gebongt. Bleib straight auf der Schiene, dann heißt es los, Aquamarine! Ernsthaft ein Revierkampf. Leck mich fett, ey. Nutz die Zugpunkte und Surfschienen zur Fortbewegung. Ich werde auf diese Stellen Aquamarina-Bomben abfeuern. Wir fangen mit 5 Bomben auf seiner Brust an. Nach 30 Sekunden schicke ich ihm die nächste Fuhre Bomben auf den Hals. Nach 60 Sekunden werfe ich welche auf seinen Rücken ab. Nach 90 Sekunden fliegen 5 Bomben auf seinen rechten Arm. Und nach 2 Minuten 10 Bomben auf seinen Kopf. Lass alle Marina-Bomben innerhalb von 3 Minuten explodieren. Alles klar. Was zum Geier. Na dann. Bomben. Ganz viele Bomben. Eine fehlt noch. Oh, ich habe die am Anfang verbessert. Das ist voll mies.
So. Ganz schön fette Bomben, meine Herren. Der Hals. Und los geht's. 5 Bomben an seinem Hals. Gut. Er will zum Malen als der Mörtel dieser Welt dienen. Was? Da will jemand Gott spielen. Da will jemand Gott spielen. Und den Rücken. Krass, jemand für die Freiheitsstatue genommen, ey. So. Bombenmarsch. 1, 2. Fette Bomben, jo. 3. Diese Welt wird zerstört und der Traum des Professors nicht erfüllen. Welcher Professor, bitte? Alter. Formulierung des Abends vorbereitet. Bin gleich soweit. Okay, andere Seite. Jo, ab. Mit ab auf den rechten Arm der Statue. Bleib dran. Oh, je, je, je. Why you do this? Da haben wir eine. Unten. Gib auch Subjekt 10.008. Niemals. Nicht, bis ich allen Kuchen der Welt gegessen habe. Was? Okay, ich muss hier runter. Sehr schön. Letzte Ladung auf den Kopf. Es ist soweit. Muss die Welt zerstören. Was? Was wird Welt zerstören? Ich höre wohl nicht richtig. Voll auf die Nase. Wo ist noch eine? 5 noch. Na, die hab ich verpasst. Und die auch. Oder auch nicht. 3. Komm schon. Ganz schön knapp, yo. Eine noch. Boom. Er lädt nicht mehr. Wunderschön. Die Statue ist nicht völlig aufgeladen, aber sie scheint trotzdem feuern zu wollen. Subjekt 10.008, du hast als Testsubjekt völlig versagt. Aber du bist trotzdem einen Platz in der perfekten Welt des Professors erhalten. Und zwar als Paste. Genau wie diese elende Stadt. Gute Arbeit, 8. Jetzt bin ich dran. Maximale Stimmbandgeschmeidigkeit. Zieh dir das rein, du Doofstatue. Oh boy. Ich will auch so ein cooles Cape. Aber das war die Splatoon 2 Octo Expansion.
Ich will groß applaudieren, ja? Aber das wäre übelst laut. Deswegen... Geil. War mega gut. Das fühlt sich an wie der Story-Mode, den dieses Spiel hier verdient hatte. Und es erst später als DLC hinzubekommen hat. Weil ja Splatoon 2 im Grunde genommen ein Splatoon 1 Port war. War. Bis zu diesem DLC. Geil. Das war unfassbar gut. Heftig. Das blöde Telefon. Da. Also wir kommen darauf, dass ein Telefon böse sein kann. Jetzt mal im Ernst. Der komische Tartar-Typ. Er wollte die ganze Welt in Tartar-Soße hüllen. Eieiei. Respekt. Übelst gut. Und das Ending hat jetzt knapp eine Stunde gedauert. Übel hammermäßig. Krass. Meine komplette Festplatte ist voll. Wegen diesem Projekt. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich komplett alles hintereinander weg aufgenommen habe. Mit ein, zwei Tagen Unterschied zwischen den Parts. Aber meine Herren! Aber fällt gerade erst das große Pflaster aus dem Kopf auf. Ha! Das war geil. Und was für ein Ending. Hätte ich nicht erwartet. Ehrlich nicht. Ich meine, da kommt die verdammte Statue aus dem Wasser hoch. Und denkst du dir so, what? Und denkst du dir so, what? Das Ding hat Laser. bist du also Mixerkanone. Hammergut. Also, richtig geil gemacht. Und Sebastian Donnerstag, wenn der den kompletten Text übersetzt hat, geil gemacht, ey, ohne Scheiß. Super Humor reingeknallt nochmal. Ah, herrlich. Und Katharina Mitteldorf. Sie wahrscheinlich auch. Der Sven Pötz? Ja. Special Thanks an Monolith. Oh. Ganz ehrlich, ich freue mich, wenn Splatoon 3 bald irgendwann mal erscheinen sollte. Oh mein Gott, sie haben mir nicht wirklich da reingeballert mit seiner Pose. Ja! Splatoon 2! Hammer gut. Wenn Splatoon 3 irgendwann mal erscheinen sollte, ich hoffe, sie machen einen genauso geilen Story-Modus. Wenn nicht besser. Aber Mann, lass die Bosskämpfe bleiben, ey. Macht sie so, wie sie jetzt am Ende waren. Richtig fett, geil, übertrieben. Danke fürs Spielen. Danke fürs Zuschauen. Splatoon 2 Octa Expansion ist gemeistert. Octolinge sind jetzt nun spielbar. Du kannst unter Aussehen in der Option zwischen Inkling und Octoling wechseln. Herr Octo, Kleckser Replik erhalten. Diese Belohnung ist verwendbar, sobald du wieder auf dem Inkopolis-Platz bist. Kommt da noch was?